Hallo in meinem Kursraum, heute wird geschwitzt. In meinem Fettburner Flow bringst du zuerst deinen Kreislauf auf Hochtouren und wirst dadurch innerlich schön warm. Durch großdimensionale Übungen regst du deinen Fettstoffwechsel an und lässt ihn auch bei den anschließenden Ganzkörper-Pilates-Übungen gut wirken. Die Einheit beginnt dynamisch und endet sinnlich. Lass dich dabei von der Musik leiten. Zuerst impulsiv motivierend, später durch die schöne Pianosonate Solas inspirierend. Kennst du bereits meine Kanalmitgliedschaft? Hier gebe ich dir den Zugang zu wertvollen Gesundheitskonzepten mit dem Thema Rücken- und Beckenboden, Stressbewältigung und Resilienz sowie Fasten und Abnehmen. Mehr Infos erhältst du hinter dem Button Mitglied werden. Und nun, lass uns beginnen! Stelle dich breit hin, lass die Arme ganz locker. Nun wippe den ganzen Körper mal nach rechts, mal nach links und tippe den Boden immer wieder an. Die Füße bleiben also durchgehend breit geöffnet. Such deinen Rhythmus, hör gerne auf den Takt der Musik und dann nehme beide Arme mit. Beide Arme schwingen ganz groß nach rechts, nach links. Sehr schön. Schwinge genauso weiter und jetzt kreise die Arme einmal groß vom Körper. Schwing sie weg, kreise wieder zurück, schwinge sie wieder weg. Komm erst hinein in diese Bewegung. Die Arme arbeiten also schön gleichzeitig. Die Füße sind immer noch ganz breit geöffnet. Und wenn du drin bist in deiner Bewegung, dann werde etwas größer. Komm noch ein Stück tiefer in die Knie, mach dich richtig schön groß. Arbeite in riesigen Dimensionen, das bringt deinen Kreislauf richtig schön in den Schwung. Noch ein paar Wiederholungen so. Super, jetzt dreh dich nach links und schwinge die Arme hoch und wieder herunter. Du bist in einem großen Ausfallschritt und tippst immer wieder den Boden vorne sowie hinten an. Auch hier ganz groß, hoch und wieder tief. Immer noch im gleichen Rhythmus. Atme regelmäßig. Sehr schön. So, nun bleibe ganz groß im Ausfallschritt stehen, hintere Ferse hebe an und dann beuge die Arme vor, strecke sie zurück und dabei schiebe dein Becken vor und zurück, ganz fließend, groß, schiebe hoch und runter. Die Knie ganz geschmeidig. Perfekt. Bleibe dran. Ein paar Wiederholungen. Und dann lass beide Beine einfach nur ruhig gut gebeugt. Öffne die Arme zur Seite, so wie ich jetzt. Und geh mit dem hinteren Knie tief und wieder hoch. Und während du mit dem Knie nach unten gehst, gehen die Arme über die Seite nach oben. Schieb sie vor. Geh hoch mit den Armen, komm wieder nach vorne. Die hintere Ferse bleibt frei vom Boden. Atme. Super, halte durch. Ein paar Male noch. Denk daran, wir wollen schön warm werden. Und mit dem nächsten dreh dich nach vorne in einen breiten Schritt. Die Arme gehen nach oben, du ziehst sie nach hinten hoch und wieder nach unten. Wie sie wieder am Anfang, schwinge den Oberkörper mal nach links, mal nach rechts. Gleiche Übungsreihenfolge noch einmal. Du bist im breiten Ausfallschritt und nimmst beide Arme dazu und schwingst hin und her.
Du arbeitest die ganze Zeit im gleichen Tempo und wirst noch ein Stück größer. Komm tiefer in die Knie und streck dann wieder deine Beine. Das Wippen bleibt. Die Arme verändern wir. Und zwar kreise sie beide zusammen vor dem Körper und schieb sie wieder weg. So wie vorhin. Lass beide Arme gleichzeitig arbeiten. Sicherlich merkst du, dass du schon schön warm wirst. Von da aus drehen wir dann gleich den Oberkörper nach rechts. Und so kannst du die Arme von oben nach unten schwingen. Der große Ausfallschritt vor, zurück. Die Arme ganz weit hoch und wieder nach unten. Super, weiter. Den Takt der Musik suchen. Gut machst du es, halte durch. Es wird sich lohnen. Wir wollen heute Kalorien verbrennen. Sehr schön, ganz groß, hoch und wieder nach unten, immer wieder. Dann mach noch 2, 3 Stück. Und für den fließenden Übergang in die nächste Übung, bleibe im Ausfallschritt und schiebe die Arme vor zurück. Das Becken schiebt sich vor. Hinten die Ferse bleibt in der Luft. Becken vor, Becken zurück. Vor, zurück. Starke Arme, die du beugst, die du streckst. Beide Beine sind gut gebeugt. Gerne kannst du 2 starke Fäuste vorne bilden, so kannst du die Arme besser anspannen. Mach noch 2 Wiederholungen. Und dann bleibe in deinem Ausfallschritt, die Beine ruhig, öffne die Arme. Und dann lass das hintere Knie tief und gleichzeitig beide Arme über die Seite hoch. Immer wieder beugst und streckst du das hintere Knie und hebst dabei die Arme nach oben. Deine Ferse ist immer noch frei in der Luft. Bald hast du es geschafft. Noch 2 Male, geh schön tief. So, dann dreh dich nach vorne, über die Seiten atme ein, über die Seiten atme aus, lass die Knie dabei ganz locker. Einmal. Und dann komm nach unten, hänge dich aus, lass den Kopf schwer. Die Kreislaufübungen hast du nun geschafft. Und jetzt langsam Wirbel für Wirbel richte dich auf. Wir beginnen mit unserem Ganzkörperflow. Breiter Schritt bleibt. Streck die Beine. Dreh die Daumen nach vorne. Atme ein, beug die Knie zur Seite und hebe die Arme hoch. Komm gleich den Weg zurück. Atme ein und dann hebe wieder hoch. Komm wieder zurück. Beuge die Knie schön breit. Lass die ganzen Fußsohlen stehen. Beruhige deine Atmung. Jetzt wieder etwas ruhiger. Noch einmal so. Und dann bleibe in deinen Knien, öffne die Arme auseinander, atme ein und schiebe den ganzen Oberkörper nach rechts und dann wieder nach links. In deinen Beinen passiert überhaupt nichts, da bist du ganz still. Schiebe dich so weit zur Seite, wie du nur kannst. Thank you.
mach jede Seite noch einmal. Danach komm in die Mitte. Die Fingerspitzen halten sich fest. Und dann drehst du den Oberkörper nach rechts und streckst die Beine. Komm wieder zurück. Dreh den Oberkörper nach links, streck die Beine, komm dann wieder zurück. Durchgehend ziehst du die Ellenbogen auseinander. Sehr schön, der Blick geht immer wieder mit. Dreh so weit zur Seite, wie du nur kannst. Und dann bleibe hier rechts. Lass die Schultern tief und öffne beide Arme auseinander. Vielleicht kannst du noch ein kleines Stückchen weiter drehen. Und dann hebe hinten die Ferse an. Lege beide Hände auf deine Schultern, kreise die nach hinten und schiebe das hintere Knie Richtung Boden. Es sind große Bewegungen aus der Schulter und aus dem hinteren Knie heraus. Mit dem nächsten hebe die Arme hoch, lass dein Knie ganz unten und neige nach hinten so stark, dass dein gerader Bauchmuskel in der Dehnung ankommt. Und dann lass die Arme vorne zum Fuß, zum Boden, mach einen großen Schritt nach hinten. Schau, dass die Hände unter deinen Schultern sind. Atme ein und schiebe dein Gesäß nach hinten, komm wieder zurück. Vorne atmest du ein, hinten atmest du aus. Und alles an dir bleibt lang. Die Beine, der Rücken, die Arme sind alle gestreckt. Mit dem nächsten bleibe hinten, schau, dass du einen guten Halt unter den Händen hast. Und dann hebe deinen rechten Fuß nach oben. Halte dort. Noch einmal durchatmen. Und dann lass das Knie nach unten. Das andere kommt dazu und setze dich auf deine Füße. Mach dich groß am Rücken. Atme ein. Linker Arm neigt nach rechts. Kommt wieder nach unten. Atme ein. Rechter Arm neigt nach links. Und komm wieder nach unten. Und so neige hin und her. Bleibe dabei schön lang in der Wirbelsäule und spüre jedes Mal die schöne Dehnung seitlich an deinen Rippen. Und dann bleibe in der Neigung. Der linke Arm ist oben geblieben und du atmest die linken Rippen nochmal auseinander. Noch ein Atemzug. Und dann lass beide Hände nach vorne, komm zum Vierfüßlerstand. Dabei hebe deinen rechten Arm hoch. Diagonal dazu das linke Bein nach hinten hoch. Such dein Gleichgewicht. Und da kommt die vordere Hand, die rechte Hand, auf den linken Ellenbogen. Halte den linken Arm fest. Atme ein. Und jetzt beuge das Knie an dich heran, runde dich und strecke es wieder zurück. Der ganze Körper arbeitet mit, nur die Arme bleiben schön ruhig. Hebe das gestreckte Bein so weit hoch, wie du nur kannst. Und dann halte oben. Und nun lege das Knie sowie die rechte Hand ab. Und dreh dich um zum Sitzen. Die Füße sind beide aufgestellt. Du hältst deine Knie fest, damit der Rücken sich streckt. Und jetzt einatmend, hebe die Arme hoch zu einem großen V. Ausatmend, greife die Ellenbogen, geh nach unten. Geh wieder hoch, mach dich groß und dann runde dich ein Stück nach hinten tief. Wie tief du dabei gehst, entscheidet dein Rücken. Er darf nicht schmerzen. Im nächsten Mal bleibe unten schön gerundet. Hol dir nur das rechte Bein an dich heran und drücke es ganz fest gegen die Unterarme. Zieh den Bauchnabel nach innen. Nimm noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann hol dir das Knie und komm Wirbel für Wirbel nach unten. Für die nächste Übung. Hol die beide Beine hoch. Dabei
Lege die Hände unter dem Kopf ab. Öffne deine Knie und auch die Fußspitzen, die Fersen bleiben aber verschlossen. Erde den Rücken, hebe den Kopf an. Und nun arbeitest du nur mit dem Unterkörper. Du ziehst die Knie ganz nah an dich heran und streckst sie weg. Dabei versuchst du, dein Gesäß anzuheben. Der Oberkörper bleibt so ruhig, wie es nur geht. Atme regelmäßig ein und wieder aus. Arbeite schön schnell, gerne mit etwas Schwung. Eine sehr effektive Übung für deinen Bauchmuskel und für die Beine. Noch ein, zwei Male so und dann vorsichtig schwing dich gleich hoch zum Stehen. Drück dich ruhig ab und komm nach oben zum Stehen. Dort wollen wir nämlich noch eine Runde in die andere Richtung wiederholen. So, wir starten im breiten Stand. Dreh beide Daumen nach vorne. Atme ein und dann beuge die Knie zur Seite und hebe die Arme hoch. Komm wieder zurück. Immer wieder beugst du breit die Knie zur Seite. Sehr gut so. Noch zwei Male, komm tief in die Knie. Und dann bleib in deinen Knien. Öffne die Arme auseinander, spanne sie schon durch, atme ein und schiebe den Körper nach links und dann nach rechts. In den Beinen passiert gar nichts, die sind ganz ruhig. Mach jede Seite noch einmal. Dann komm wieder in die Mitte, die Fingerspitzen halten sich fest. Du atmest ein, drehst den Oberkörper nach links und streckst die Beine. Komm wieder zurück in die Hocke. Und dann drehst du nach rechts und kommst wieder zurück. Und so dreh weiter hin und her. Und durchgehend ziehst du dabei die Ellenbogen auseinander. Und wenn du gleich links ankommst, dann bleibe dort. Schiebe die Schulter noch ein Stück tiefer. Und dann öffne beide Arme breit auseinander und drehe noch kleine Stückchen weiter. Nun hebe hinten die Ferse an, lege die Finger auf deine Schultern, kreise die Arme nach hinten und beuge gleichzeitig das hintere Knie nach unten. Arbeite in der Senkrechte, ohne dich vorzubeugen. Die hintere Ferse bleibt in der Luft. Und dann hebe die Arme nach oben und neige nach hinten, bis du die Dehnung im Bauch spürst. Von hier aus lege die Hände nach vorne zum Boden, mach einen großen Schritt nach hinten. Atme hier vorne ein und jetzt schiebe dein Gesäß nach hinten, atme aus. Komm wieder nach vorne, atme ein und dann schiebe dich nach hinten, atme aus. Mach noch ein paar Runden so. Überall bist du lang gestreckt. Und dann bleibe hinten und dann hol dir nur das linke Bein hoch. Hebe es ganz weit hoch, so hoch wie du nur kannst. Ein tiefer Atemzug noch. Und dann kannst du beide Knie auf den Boden abstellen. Setze dich auf deine Füße, strecke dich in der Wirbelsäule lang, atme ein und dann hebe deinen linken Arm hoch, geh in die Seitneigung und komm wieder zurück. Atme am Boden ein und dann andersrum und wieder zurück. Neige ganz groß, spüre die Dehnung seitlich an den Rippen, genieße diese, eine sehr wohltuende Übung. Und dann lass den linken Arm oben und lenke die Atemzüge in deine offene Rumpfseite. Und löse wieder langsam. Komm in den Vierfüßlerstand. Wenn du da bist, hebe den rechten Arm hoch, diagonal dazu das linke Bein. Und dann verkürze den rechten Arm, indem du die rechte Hand
auf den linken Arm legst, fixierst, atme ein und dann runde dich und strecke wieder zurück. Versuch auch den Rücken mitzubewegen, ohne aus dem Gleichgewicht zu kommen. Schiebe das gestreckte Bein so weit nach oben, wie du nur kannst. Und nun bleibe oben. Die Schultern sind weit weg vom Ohr. Und komm wieder zum Boden. Setze dich wieder um. Die Füße sind vor dir und zwar aufgestellt. Strecke dich im Rücken lang und dann geh einatmend hoch zum offenen V und runde dich, greife die Ellenbogen. Komm wieder hoch und geh wieder nach unten. Auch hier eine ganz große Bewegung. Von oben nach hinten. Und dann bleibe hinten. Hol dir nur das linke Bein an dich heran und drücke es gegen deine Unterarme. Zieh den Bauch nach innen. Noch einen tiefen Atemzug hier und dann halte dein Knie oben fest und komm Wirbel für Wirbel nach unten. Verweile kurz. Beruhige deine Atmung. Und für die letzte Kräftigungsübung öffne die Knie und die Fußspitzen auseinander, nur die Fersen bleiben verschlossen. Die Hände sind unter dem Kopf. Hebe den Kopf an und nun bewege nur den Unterkörper. Beuge und strecke die Beine. Beuge so stark, dass der Po sich hebt und strecke so stark, dass du zwei ganz lange Beine sehen kannst. Atme regelmäßig. Gib nur mal alles, was du an Kräften übrig hast. Wie schon gesagt, es ist die letzte Kräftigungsübung. Denk dabei daran, dass wir mit dem letzten Schubs gleich oben im Stehen ankommen wollen. Also mach noch zwei Stück und danach schwing dich hoch zum Stehen. Mit oder ohne Hilfe deiner Arme. Und wenn du oben angekommen bist, dann dreh dich nach vorne. Die Füße leicht geöffnet. Nun hebe deinen rechten Arm hoch. Die linke Hand greift danach fest und du neigst nach längs. Das gleiche in die andere Richtung. Umgreifen, nach rechts neigen. Und das war's für heute. Über die Seiten atme ein, atme aus. Nochmal ganz groß, hoch. Und zum Schluss lass die Arme nach unten, lockere die Knie und über die Seiten atme tief ein und atme wieder aus. Einatmen und wieder aus. Noch einmal. Und nun hast du es geschafft. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Sollte dir das Training gefallen haben, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen oder hinterlass einen kleinen Dank in Form eines Thanks unterhalb dieses Videos. Bis bald!